Hallo, liebe Deutschlernende. Was ist Bitcoin? Nun, schau dir dieses Video an und wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Es gibt eine natürliche Ordnung, wie wir Grammatik erwerben. Nicht lernen, erwerben. Das heißt, wenn ich ganz viel Deutsch lese und höre, erwerbe ich die Grammatik, aber es passiert in einer gewissen Ordnung. Ja? Erst lerne ich die eine Grammatikregel, dann die andere und dann die nächste. Und diese Ordnung ist immer ungefähr dieselbe bei jedem Menschen, der Deutsch lernt. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du dir nicht allzu viel Gedanken darüber machst, dass du jetzt eine bestimmte Regel noch nicht erworben hast. Ja, das kommt mit der Zeit. Ja, wenn du mehr und mehr Deutsch liest und hörst, dann wirst du immer mehr Regeln erwerben. Ja, aber das basiert auf einer natürlichen Ordnung. Und egal, wie sehr du es vielleicht wollen magst, du kannst keine Schritte überspringen. Beim Grammatiklernen ist das etwas anderes, aber das hat etwas damit zu tun, was du bewusst machst, wie du deine eigene Sprache überprüfst. Ja, was ist Bitcoin? Bitcoin ist ein sehr spannendes Thema, meiner Meinung nach. Und es kann auch ein sehr kompliziertes Thema werden. Ich bin kein Experte für Bitcoin, aber ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu erklären. Also, Bitcoin ist eine digitale, dezentrale Währung, die auf Kryptographie basiert. Ja, das ist die kurze Erklärung. Digital heißt, dass die Währung nicht physisch existiert. Ja, es ist nicht so wie Euro oder Dollar, dass man Münzen hat oder Scheine, mit denen man bezahlt, sondern die Währung existiert im Internet bzw. auf deinem PC oder deinem Smartphone. Ja, es ist eine digitale Währung und wenn ich etwas bezahle, dann kann ich das tun, indem ich mein Handy benutze oder indem ich irgendwo mein Key eingebe, ja, indem ich irgendwo meinen Schlüssel eingebe. Also ich habe ein Private Key und ein Public Key, wenn ich ein Konto erstelle und damit bezahle ich. Ja. Und dieser Private Key, also dieser private Schlüssel und dieser Public Key, dieser öffentliche Schlüssel, das sind eigentlich nur Zahlen und Buchstaben, ja, das ist eine Ziffernfolge, ja, und hier kommen wir schon gleich in das Thema Kryptographie. Kryptographie ist ein sehr spannendes Thema und teilweise auch sehr kompliziert und das sage ich, jemand, der Mathematik studiert hat und ich finde es unglaublich spannend, aber wie gesagt auch sehr, sehr kompliziert. Also ich habe diesen Public Key
Und das ist eine Ziffernfolge, die ich anderen gebe, wenn sie mir Geld schicken wollen. Ja, wenn ich will, dass andere mir Geld schicken, dann gebe ich ihnen meinen öffentlichen Schlüssel und diesen benutzen sie, um mir Geld zu schicken. Und wenn ich das Geld nutzen möchte, das in meinem Konto ist, dann benutze ich meinen privaten Schlüssel. Ja? Und wenn ich meinen privaten Schlüssel geheim halte, dann kommt auch niemand an mein Geld ran. Deswegen meine ich, es ist eine digitale Währung. Denn in gewissem Sinne brauche ich mir nur diese beiden Schlüssel zu merken und dann kann ich alles mit meinen Bitcoins machen, was ich will. Ja? Ich kann den Computer benutzen, um mit Bitcoin zu bezahlen oder mein Smartphone. Wichtig ist nur, dass die Geräte wissen, was meine Schlüssel sind. Ein weiterer Aspekt von Bitcoin ist, dass es dezentralisiert ist. Ja? Es gibt keine Autorität, es gibt keine Zentralbank oder so. Und das hat mehrere Implikationen. Ja? Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es so, dass die Interaktion nur zwischen den Nutzern ist. Ja? Also jeder Bitcoin-Benutzer ist auf einer Ebene. Und die Regeln sind im Programmcode festgelegt. Ja? Der Code der Bitcoin-Software bestimmt die Regeln. Und wenn ich jetzt jemandem Geld schicken möchte, ja, dann gibt es keine Bank, der ich Gebühren zahlen muss. Ja? Und dadurch fallen nur sehr, sehr geringe Gebühren an. Und das ist sehr praktisch, wenn man jemandem Geld schicken möchte. Das ist eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel auch Menschen in anderen Ländern Geld zu schicken. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde habe oder Verwandte, die in einem anderen Land wohnen und ich möchte ihnen Geld schicken, dann kostet das genauso viel, als wenn ich das meinen Nachbarn schicke. Ja, das ist das Gute an Bitcoin. Wenn ich Bitcoin benutze, bin ich praktisch ortsunabhängig. Ich brauche nur Zugang zum Internet. Ja, mit anderen Worten, wenn ich eine E-Mail schicken kann, dann kann ich auch Bitcoins schicken. Man kann auch neue Bitcoins erzeugen. Und um einen Bitcoin zu erzeugen, muss der Rechner, also der Computer, muss ein mathematisches Problem lösen. Ja, also viele Leute schließen ihre Computer zusammen und diese Computer arbeiten gemeinsam an dem Problem. Und wenn sie das Problem gelöst haben, dann wird ein Bitcoin erzeugt. Ja, und das dauert eine Weile, bis das passiert und man braucht viel Rechenleistung, um dieses Problem zu lösen, um einen neuen Bitcoin zu erzeugen. Und das ist etwas sehr, sehr Tolles, weil es nämlich vor Inflation schützt. Ja? Es wird auch immer schwieriger, einen weiteren Bitcoin zu erzeugen. Am Anfang war es noch sehr einfach, aber mittlerweile dauert es immer und immer länger, bis man einen weiteren Bitcoin erzeugt hat. Und es gibt auch eine Obergrenze. Ja? Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Das ist die Obergrenze. Und das schützt vor Inflation, was total toll ist. Ja? Es ist eine Währung, die inflationssicher ist. Ja? Es gab mehrere Hyperinflationen in der Geschichte. Eine davon in Deutschland. Ja. In der Weimarer Republik gab es von 1914 bis 1923 eine Hyperinflation. Das war eine Zeit, wo die Leute mit
Schubkarren umherliefen. Und in diesem Schubkarren waren ganz viele Geldscheine. Es gab auch Hyperinflation in der Neuzeit. Vielleicht habt ihr davon gehört. In Simbabwe und Venezuela gab es auch vor gar nicht so langer Zeit Hyperinflationen. Und das passiert, wenn die Notenbank zu viele Scheine druckt. Und das kann auch beim Euro passieren und auch beim Dollar. Ja, also wenn ich jetzt mein Geld auf dem Bankkonto habe in Euro und ein paar Jahre warte, dann kann ich nicht mehr so viel mit meinen Euros kaufen, weil in der Zwischenzeit die Notenbank mehr Geld gedruckt hat. Und das kann beim Bitcoin nicht passieren. Ja? Und ich denke, das ist total fantastisch. Ja? Das ist eine Währung, die eine Obergrenze hat, wo nicht einfach ganz viel Geld erzeugt werden kann mit einem Fingerschnippen. Und da hat Bitcoin anderen Währungen sehr viel voraus. Ja, das war eine kurze Erklärung von Bitcoin und die Vorteile von Bitcoin. Ich hoffe, es war informativ und wir sehen uns morgen. Tschüss!